Sports. It's in the game. Ich gebe live ab an unseren Kommentatoren Manni und an seiner Seite Töppi. Ja, ein herzliches Willkommen wird den beiden Mannschaften hier bereitet. Und wir können uns wohl auf eine spannende Begegnung freuen. Angenehm warm ist's hier. Das ist doch perfektes Fußballwetter, oder Manni? Danke, Töppi. Der Platz ist in ausgezeichnetem Zustand, was die Trainer wohl auch von ihren Spielern hoffen. Die Dortmunder spielen heute in ihrem schwarz-gelben Heimtrikot von links nach rechts. Barbares! Es ist sein erstes Tor in diesem Spiel und sah mal wieder ganz einfach aus. Man sah gleich, dass er nicht daneben schießen würde. Er geht ausgezeichnet mit dem Ball. Und jetzt geht's hier richtig los. Der Spielstand lautet 1:0. Janka. Effenberg. Hasler. Wird er den ganzen Weg schaffen? Ja, gute Torwartarbeit. Damit kann er zufrieden sein. Na, das war kein großes Problem für den Tor. Janka. Der Ball ist verloren. Effenberg. Kimetscher. Möller. Gute Kontrolle und Ballannahme mit der Brust. Barbares. Basler.
Elba. Der Herr in Schwarz pfeift in diesem Fall Freistoß. Möller. Barbares. Kapitanovic. Effenberg. Da gibt der Schiedsrichter einen Freistoß. Aus seiner Perspektive war das Foul wohl besser zu sehen. Möller. Da ist der Ball weg. Janke. Hier gibt es einen Einwurf. Stevic. Bobic. Das gibt eine Ecke. Mal sehen, was sie aus dieser Möglichkeit machen. Mit diesem Kopfball verschwindet der Ball aus dem Torbereich. Da gibt der Schiedsrichter einen Freistoß. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das nicht so ganz klar ist. Elber. Der Linienrichter zeigt es an. Einwurf. Stimetscher. Bobic. Stimetscher. Barbaret. Der Schiedsrichter gibt einen Freistoß und die Hälfte der Fans scheint mit dieser Entscheidung durchaus zufrieden zu sein. Ihre erste Auswechslung in diesem Spiel. Bobic. Oh ja, gut gespielt und gute Ballkontrolle. Und abgefangen. Ausgezeichnet gespielt. Kahn. Oh, das hat der Torwart super gemacht. Mit diesem Kopfball verschwindet der Ball aus dem Tor. Sein Name wird auf der gelben Karte notiert. Das war nicht gerade ein Benehmen, das man von einem Spieler seines Kalibers gewohnt ist. Diesmal muss ich dem Schiedsrichter tatsächlich zustimmen, das war eine Karte. Und damit entscheidet der Schiedsrichter, dass es reicht. Er zeigt ihm rot. Nur noch 10 Mann lassen den Trainer von der Bank springen. Er sieht nicht gerade glücklich aus. Eine einfache Übung für den Torwart. Ja, das war gut gemacht vom Torwart. Elber. Die Verteidigung lässt keinen Freiraum zu. Ja, da zeigt der Schiedsrichter die gelbe Karte und diese Entscheidung kann man nicht anzweifeln. Jawohl, der Schiedsrichter hat recht. Die Karte hat er verdient. Hasler. Er hält den Ball prima am Fuß. Der Schiedsrichter gibt einen Freistoß und die Hälfte der Fans scheint mit dieser Entscheidung durchaus zufrieden zu sein. Kohler. Ein wunderbarer Angriff. Der Leiter des Spiels entscheidet auf Freistoß. Gehalten vom Torwart. Mit den Fingerspitzen wehrt er diesen Ball gerade noch ab. Da wird er seiner Abwehr nicht gerade dankbar sein, denn sie ließen das Tor sperrangelweit offen. Gut gespielt. Das ist Fußball.